Wie gesagt, ich hab den Schwierigkeitsgrad. Wir leuchten Finger. So, ihr lassen? Ihr kehrt dafür eine gute Idee. Mutschin ist wieder unterwegs. Und alle wieder da. Ist ein Problem. Ein riesen Parkplatz. Zombies! Und tschüss. Ich bin noch nicht so weit. Ruf auf die Omme. Ich hoffe, ihr habt einen Account, sonst ist ja die Quest futsch. Immer auf den Kopf. Da kannst du nicht falsch machen. Also bei ihm. Da ist ja schon alle kaputt. Und ein Schuss. Scheiße, keine Munition. Warte mal kurz. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die mit mir, den Karbin. In der Alpha 20, die ist endlich raus. Haben wir lange drauf gewartet und endlich wird es. Ich bin schon ein bisschen, also, habe schon ein bisschen Angst. Denn ich muss gestehen, ich habe, Generated Map genommen. Aber ich habe den Schwierigkeitsgrad so gelassen, wie er ist. Das Einzige, was ich verändert habe, ist die Zombie-Geschwindigkeit. Die habe ich von Altraum eine Stufe zurückgestellt. Ich glaube, das macht nichts aus. Bin gespannt, wie weiterkommen. Performance-mäßig hält es bei mir gerade in Grenzen, aber ich glaube, das liegt eher an der AMD-Grafikkarte. Dass die noch nicht so richtig optimiert ist, aber ich glaube, das kriegen wir schon irgendwie hin. Also, wir starten komplett von vorne. Das heißt, erstmal Gras brühen. Böse Gras. Also wie immer. Wir werden schnell mal das hier abarbeiten. Das Einzige, was ich noch nicht weiß, ist, wo wir bauen werden. Also ob wir ein Gebäude nehmen und das aufwerten, was wir schon hatten. Oder wir bauen selber, was wir auch schon hatten. Jetzt weiß nicht. Wir werden das noch rausfinden. Mit böser Stein. Also ich habe schon Mordshände, wa? Muss ich mal sagen. Mal einen blanken Stein verdresiert. Das ist aber nicht unser Ding. Geld ist ja auch. Zeigen wir mal gleich. Für Anfänger ist es gut, dass die Gegenstände hervorgehoben werden, die man braucht. Und das ist ja nicht mal so schlecht. Und endlich, die haben die Bäume. Also die Hohlnis beseitigt. Ein bisschen Textur, naja, gut. Es ist anders. Es ist cool. Mir gefällt es. Bin gespannt, wie weit wir kommen, bis wir das erste Mal sterben. Ich kann mal so sagen, ich habe das schon mal getestet. Es hat nicht lange gedauert. Weil, wie gesagt, Zombie-Geschwindigkeit und ich habe dummerweise den Bogen an die. Warum halten jetzt das Zwehe? Ja. Und natürlich habe ich die Geschwindigkeit der Zombies unterschätzt. Und die Geschwindigkeit des Bogens und das hat sich nicht so gut vertragen. Es war maximal kacke. Und denen geht es jetzt entgegenzuwirken. Ich glaube, wir werden. Da ist der Händler. Ich glaube, wir bleiben hier in der Nähe, ne? Ich glaube, das ist eine gute Idee. So. Knüppel, Steinaxt. In Gumming. Ich habe irgendwie im Hintergrund immer so ein Knacken vom Mikrofon. Ich hoffe nicht, dass er in Aufnahme ist. Ach, übrigens, es könnte zwischendurch sein, dass er bei mir schamalt. Denn Karbin war so clever und er ist mal bei mir zu Hause die Tür aus der Verhangung gerissen. Das heißt, ich kriege heute noch Besuch. Bei mir die Tür reparieren müssen. Ja, sag mal, doof gelaufen. Aber naja, so ist das nun mal. Vor allen Dingen, keine Ahnung. Ich habe einfach bloß die Tür zugemacht und zack, bums. Hatte ich die Tür in der Hand. Naja, gut, dann wird's mal auch neu, oder? Also die Chrysanthin. Also ich meinte nicht, die Pflanze ist neu, sondern Design, oder? Täusche ich mir. Aber auf jeden Fall, das Gras ist neu. Wie gesagt, ich habe mir jetzt auch nicht so großartig spoilern lassen. Ich habe eben zweimal kurz ins Stream reingeguckt, aber dann habe ich gleich wieder ausgeschalten, weil das will ich selbst mit euch erleben. Halte ich für eine gute Idee. Naja, mal gucken, wie weit wir kommen, ha? So. Kleben fertig. Brühe, Stock. Kriegen wir hin. Also Holzknüppel. Den Knibbel aus dem Sack. So, fertig. Und der Geile wird mit den Blöcken sein. Was sind das da hinten? Hä? Ist jetzt wirklich kaputt oder ist das. Weil es gibt ja neue Steine und so und dadurch hast du natürlich mehr Möglichkeiten zum Bauen. Ich bin in. Ja, leckst mir am Pupis. Ich bin direkt am zerstörten Biom? Aber wieso? Was habe ich euch getan? Hallo.
Das Gute ist, ich kann natürlich dadurch auch jetzt ein wenig Stoff snacken. Aber den werden wir brauchen. Aber wie gesagt, durch die Texturen. Da lässt sich sehr, sehr viel machen. Ich feiere das. Ich bin ein bisschen... Ich hab Pipi in den Augen. Ja, mal gucken, wie weit das geht. Ich hab eine Schippe. Zwar noch eine graue, aber ich hab gleich eine Schippe. Na, das passt mir ja. Ein Holz... Bogen? Jetzt Federn hier. Müssen die jetzt hoch angezeigt werden? Ich sehe hier keine. Doch kein Symbol. Müsste ja rein theoretisch heißen, dass hier keine. Da. Aber ich hab da schon einen Stein. Achso, dahinter. Mhm. Alle Dude, Karin, alle Dude, alles so wie dein soll. So, einen Bogen habe ich schon. War ich wieder zu früh? Ich glaube, ich war zu früh. Gut, dann muss ich mir erstmal nochmal neu erfarmen. Sag mal, wenn ich das jetzt auseinanderklopfe, kriegt der neue Federn? War ja mal so gewesen, ne? Ah, zwei Federn? Drei Stück hinzu und das sind drei mehr. Was dumm ist, ich werde wahrscheinlich den Bogen nie benutzen. Also, den Bogen werde ich nie nutzen. Also, jetzt erstmal nicht. Weil, für mich, zu langsam. Und Leute, die mich kennen, wissen, was damit gemeint ist. Ne? Ja, Holz. Achso, Holzrahmen. Ich muss ja komplett von vorne anfangen. Ja, also, vor allen Dingen bin ich auf die neuen Questen hier gespannt. Also. Da ist ein Hase. Ein Hase. Hast du schon lange nicht mehr gesehen, oder was? Wie gesagt, hier ist hier noch Platz, aber ich bin mir nicht so sicher. Zerstört im Rücken? La Flamme und so? Na, ich weiß nicht. Ich glaube, da kriegen wir aber noch schnell genug raus. Jetzt habe ich zwei gemacht, ich Idiot. Und das ist jetzt. Da, seht ihr? Kannst du schön sehen. Das ist bloß ganz kurz ausgegraut. Wie geil ist denn das? Oh. Das war so nie geplant. Ich mach mal kurz weg. Muss ja keiner sehen, den Fusch. Das hat 100 Haltbarkeit. Also reicht das, dass du über Nacht eben mal so ein Ding bauen tust. Ist ja geil. Verbessern. Na gut, mach ich. Okay, da hat sich nichts geändert. Also ich würde mal sagen, das sind normale Texturen. Aber wie gesagt, ich muss ein bisschen runterdrehen. Ich habe ja bloß eine 6800 XT drin. Das ist ja... Naja, gut. Wie gesagt, ich glaube noch nicht, dass es AMD optimiert ist. Daran kann es liegen. Ja, und an die CPU. Bei mir sind mehrere Faktoren. Okay. Ein Feuer haben wir. Den packe ich jetzt da oben auf. Und dann holen wir uns die Punkte. Und ihr wisst ganz genau, was ich jetzt verbessern werde. Mit unseren ersten Pünktchen. Natürlich das Inventar. Was ist denn da? Achso. Die Weitsicht war noch nicht so optimal. Das fällt mir jetzt erst auf. Das ist neu. Bist du Jesus? Nee, sorry, tut mir leid. Ein Sobschild. Okay, Straßenschilder. Straßenschilder, ihr habt jetzt schon, oder? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich schon. Aber kann auch sein, nein. So, wie gesagt, Random Map. Bin gespannt. Soll ja jetzt organischer wirken. Und was richtig geil ist, ich habe noch predicted zwei, drei Folgen davor, wie geil das wäre, wenn sie wieder ein Wetter einfügen würden. Tada! Die haben Wetter eingefügt. Also es kann sein, dass es regnet. Ich weiß nicht, schneemäßig. Aber der Regen ist wieder da. Also jedenfalls war er da. In dem Moment, wo ich kurz in den Streams reingeschaut habe. Ich mache hier nichts. Ich gucke nur mal kurz hier nach. Dein Angebot ist sehr, sehr leer. Das ist ein Untoter. Das ist einer von den neuen Zombies. Mützenkalle. Als Mützenkalle.
Hello, Traveler. Der Doofe ist, ich hab bloß einen Knüppel. Moment mal. Ein Tor! Ich bin der Lootfinger. So, hallo. Der hat aber Nasenlöcher. Oh, soll ich schon eine Quest annehmen? Nee, mach ich noch nicht, oder? Oder? Soll ich? Wie ist nie? Wir werden bestimmt ihn auf den Sack kriegen, ne? I like you, friend. It's rare. Aber sagt nicht, ich hätte es nie gesagt. Wahnsinn. Was sind denn meine Klamotten? Ja, hat er schon eingezogen. Ja, seht ihr, ist mein Originalcharakter, also Warnstampfer ist unterwegs. Warte mal, ich muss mal kurz mein Maschinen reparieren. Aber viele sicherer führen. Wenn ich eine Wumme hätte. Wie gesagt, ziemlich schnell. Nicht so schnell wie vorher, aber immerhin noch schnell. Und sie sind tödlich. Da wird mir der Netz schon mal einsteckt. Ich weiß, kann man fressen. Aber sowas kommt bei mir nicht hin. Eine Dose. Da hinten muss ich hin. 100 Meter. Ist es nicht besser, wenn ich jetzt irgendwie so ein kleines Häuschen nehme erstmal zum Gucken, zum Testen? Und zum Schreien, um zum Wegrennen? Gut. Nicht da oben. Schieß mal ins Knie. Er kommt ja eh nie an. Ah, oh, das sind zwei. Hätte ich mir eigentlich denken müssen. Und wie gesagt, sie sind sehr, sehr langsam. Das Dumme ist aber, wie gesagt, die können sich jetzt auch durch kleine Sachen durchbummeln. Achso, das funktioniert so nicht. Das funktioniert so nicht. Könnt ihr mal bitte hier rumkommen? Das jetzt hier nicht. Häng mich richtig rein. Schon ein bisschen Angst. Und ihr das auch begründet, wie gesagt. Hab ich getestet. Und es ist nicht so ausgegangen, wie es sonst aussehen tut. Also schon. Hinten tot. Aber diesmal war eklig. Wie gesagt, ich hab den Schwierigkeitsgrad. Und mir leuchten Finger. So, ihr lassen? Ihr kehrt dafür eine gute Idee. Die Texturen von den Zombies. Da nehmt ihr sehen? Hat der eine rote Nase gehabt? Was für ein alter Säufer, ich sage euch. Die sind ja nicht tot, die sind bloß besoffen. Hier irgendwas für uns drinne? Muss der ja alle ganz genau nachkicken. Mir zu viele. Kann mir mal runterholen hier. Nicht, also, ich muss hier runter. Uiuiui. So, jetzt sind sie aber tot. Jetzt müssen. Ja, zum Glück bleiben die Pfeile da. Anderen Seite war. Nimm doch die Tür, Kabin. Was hältst du denn von der Tür? Ne? Ist eine Tür. Wäre doch schön. Nur einer. Oh, nee, doch nicht. Das sind zwei. Ist Mutschin. Mutschin ist wieder unterwegs. Sind alle wieder da. Ich hab ein Problem. Geh mal rückwärts. Der neue Rekord auf. Rückwärts gehen. Und dann sterben. Nein! Und wisst ihr, was das Schlimme ist? Genauso ist das letzte Mal auch hier nicht im Test. Also hätte ich eigentlich lernen müssen. Verdammt! Das war doof. Aber wie heißt es immer so schön? Einsicht ist ein Weg zur Besserung oder so, ne? Föhne Dache. Föhn doof. Toll. Dick denn jetzt da? Meine Eier will ich von. So, ja, zwei Stück. Entschuldigung. Okay. Okay. Na gut, dann sind die aber wieder drinnen, wa? Verdammt. Verdammt nochmal. Jetzt sind draußen oder sind die drinnen? Sind wieder drinnen, ne? Ihr schiebt euch recht. Ihr Schisser. Sterbe für meine Sache. Oh, da haben sie nie gehört. Da hast du schon mal eine Rüstung. Und was bringt die mir? Niente.
Nix. Naja, gut, was hat mir erwartet? Ein Holzknippel durchziehen? Ah. Ich nehme dann doch den Weg hier, wa? Des geringsten Widerstandes. Auf Weg. Gut, ich habe ja gesagt, also ich habe mir das so schwer eingestellt wie sonst auch. Also mit ein paar ab. Verlangsamerungen. Ist schon eine leichte Anspannung. Liegt in der Luft. Ich mach mal den Knüppel wieder heiler. Also, das Dumme ist, ich habe jetzt Munition für eine Knifte, die ich gerne habe. Das ist mal maximal doof. Hey, Dietriche. Eine Kiste. Vielleicht ist hier was. Ach so, meine Axt ist ja schon wieder fast kaputt. 9 Uhr. Bin schon eh mal gestorben. Ach, ist schön, ist jetzt wieder hier zu sein. Ich hoffe, ihr habt auch Spaß. Wie gesagt, wenn es euch gefallen tut, Däumchen, Träumchen. Dankeschön. Hey, ein Rezept. Ich kann ja, ich hab schon ein Lenkrad. Ich kann so durch die Gegend. Nö. Entschuldigung. Aber hier dürfte jetzt keiner kommen, ne? Wie du kommst. Also erscheinst. Ist ja nicht die Quest. Na, Axt? Na, kick es an. Na gut, wenn das jetzt so ist, Prost Mahlzeit, ne? Ich habe eigentlich gedacht, ich wollte mir eine Waffe holen. Es läuft ja sehr, sehr gut. Und da los? Ist ja alles kaputt? Aber wie geil sieht denn das aus? Ist aber trotzdem kaputt. Uno Momento. Das muss sein. Tut mir sorry. Es wird heute ein oder zweimal noch passieren. Das ist denn hier der Eingang? Ich nehme auch einen Zweigang. Entschuldigung. Ein Riesenparkplatz. Zombies! Und tschüss. Ich bin noch nicht so weit. Bin schon immer gestorben. Reicht doch, oder? Reicht das für heute? Ich würde sagen, ja. Geh mal von der anderen Seite drin. Vielleicht sind da weniger Zombies. Pass auf, Glader. Achso, ja, die gibt es. Eine Schwester. Das sind die neuen Krankenschwestern. Und wenn ich das jetzt wegmache, bringt mir das überhaupt nichts. Könnte, wie ihr sagt, ganz genau irgendwo. Ich bin wieder ganz allein. Jetzt ist Sneaky Piggy. Bringt mir das was? Aber die Pfeile sehen auch anders aus, oder? Ich hab doch gesagt, das üben wir nochmal. Kacke. Hallo? War das jetzt ein Rombo oder war das jetzt ein... Ich glaube, das war ein Rombo. Ja, das war ein Rombo. Nee, ich hab ihn trifft. Das ist Rombo. Ich lasse Rombo frei. Lass ihn frei, den Kraken! Achso, du kannst ihn ja durch die Wand so treffen, ne? Achso, und die Texturen haben sich doch bei den Rombos geändert. Also die Wirbelsäule kickt jetzt wirklich komplett raus. Also so 3D-mäßig. Ich bin weg! Hau rein! Ausdauer? Ja? Ich muss es. Ruf auf die Omme. Ich hoffe ja nicht, Account. Das ist ja die Quest futsch. Alter Langhals. Voll mutig. Mach das nach, du Untoter. Ja, komm mal hier rüber. Hier. Ist doch fast offen. Ich hoffe, dass es heute bei Ema sterben bleibt. Und wäre ganz nett. Würde ich finden tun. Wir sind schon mordschnell.
Normalerweise sollen sie sich da durchbewegen. Aber nee, rum. Da seht ihr? Der Rücken kickt richtig raus. So dreidimensional. Er ist draußen. Jetzt ist er tot. Da ist ein Rocker. Bitte Zeit zum Verschwinden. Hallo, nicht lecken. Bist du wahnsinnig, Spiel? Das kannst du machen, wenn ich hier raus bin. Du dumm Spiel. Tut mir sorry, aber... Ich kann ja wohl nicht Warzen speichern. Er ist da. Nee, das ist nicht der Rocker. Das ist Schmidtchen Schleicher. Eine ganz, ganz dumme Idee. Hab ich das schon mal erwähnt? Ich hab keine Knifte, nicht. Er ist da. Ja, nur. Immer auf dem Kopf. Da kannst du nicht falsch machen. Also bei ihm. Da ist ja schon alle kaputt. Aber er ist schon mal weg. Lisa the door. Es ist eine kleine Kacksackgasse. Warte mal, Klo? Waffen? Bei Munition, wie gesagt. Am Start. Was wollten sie? Kurzen Prozess. Es wird gleich ganz laut. Hätte ich die nie vorhin haben können? Mann! Hi. Das war gut. Das war doch gut, oder? Mach mal ein paar Trönchen. Nee, aber die Tasche. Heißt, wenn ich die jetzt abhebe, habe ich die Quest geschafft. Keine Panik, keine Panik, keine Panik. Ich hab Panik! Das ist heute das erste Mal. Warum tue ich denn sowas? Weiß es nicht. Bin ich direkt noch für eine gute Idee. Was habe ich jetzt noch an Munition? Die ganze 6 Schuss. Todes. Das ist eine dumme Idee. Du findest aber auch keine neue Munition. Was ist denn hier los? Was soll denn das? Nicht, ob ich darin gehen soll. Bin ein bisschen angespannt. Jetzt sind mehrere Zombies. Schneller looten. Ich krieg einen Knochen. Die schmeißen mir einen Knochen hin. Stopp. Ein Schuss. Scheiße, keine Munition. Warte mal kurz. Da, das ist doch... Wenn ich mich hier runter krauche... Ach nee, die krauchen ja auch hier runter. Das war doch. Jetzt ist das Problem. Wo ist das jetzt? Der Zombie. Der Zombie ist da. Komm ich an den Zombie ran? Ich kick dir mal kurz unterm Rock. Das ist... Oh nein! Bye bye. Auf dem Arsch. Die kloppt gegen Auto, ne? Schön, dass das Jans lässt. Dankeschön. Wahrscheinlich vom Auto begraben werden. Das Einzige, was mir jetzt Sorge machen tut, ist, dass der Rocker da oben gegen kloppen tut. Habe ich Angst. Das ist auch berechtigt. Meine Ausdauer. Dauer ist Arsch. Hey, ich hab einen Hammer. Ist ja der Hammer. Juhu. Die Sonne scheint mir aus meinem Popis. Da. Und hier
komm da, komm mal da. Trichter. Grill. Schon mal gut. Und geht nach oben. Meistens ist es ja nicht so gut, da oben hinzugehen. Da sind mir auch Zombies. Im meisten Fall. Alter, habe ich mich gerade erschrocken, weil der da durchgeguckt hat. Und dadurch weiß ich, dass es mehrere sind. Ich habe einen Pinsel gefunden. Wenn ich jetzt die Klappe hier zumache, muss ich mir bloß um die Zombies hier oben kümmern. Und zur Not kann ich auch runterspringen. Komm mal rüber, Junge. Ich hätte mal die Blut investieren sollen in Schaden. Er war daneben. Er kann nichts. Bist du jetzt tot? Danke. Danke dafür, dass du tot bist. Da hinten ist noch einer. Ich mach mal kurz Reparatur. Öffne diese Ding. Super. Aber das ist bloß einer, ne? Ich sehe da jetzt erstmal nur einen. Lass bloß in ihn sein und bitte lass mir das übernehmen. Ach nee. Ey, ich bin so bescheuert, bin ich nun auch nicht. Moment mal, ich kann mir eine Knarre herstellen? Aber ich hab doch ja nie. Ich habe alle Teile. Aber ich hab doch ja keine Munition. Auf jeden Fall. Ich muss erstmal kicken hier. Daran habe ich ja nicht gedacht. Schön da hinten. War so nie geplant. Okay. So viele Treffer solltest du ja nicht machen. Oh, hau doch nicht jedes Mal daneben, Junge. Scheißen Dreck im Mist. Ich bin so am Arsch. Gut, ich kann mir jetzt. Halt mir die jetzt hinter, dass ich noch ein bisschen Lebensenergie bekomme. Stoff habe ich nicht. Das ist natürlich maximal kacke. Da runterfallen will ich jetzt auch nicht. Da sind doch hundertprozentig Zombies drin. Kannst du die mal ein bisschen schneller bewegen? Ist das möglich? Dankeschön. Ich nehme den Ausgang. Bin so am Arsch. Bin so am Arsch. Warum bin ich da am Arsch? Jetzt nach Hause. Ich hab, wo ist mein Zuhause? Ich habe noch kein Zuhause. Ausdauer habe ich auch noch nicht. Ich würde mal sagen, ich gebe mal die Quest ab und dann machen wir heute Feierabend. Das ist mir aufregend genug. Ich muss mir überlegen, wie ich das heute morgen noch mache. Ich muss noch heute ein bisschen was machen. Eieiei. Und da habe ich mir ja was ausgesucht. Naja, Hauptsache ihr habt da einen Spaß. Dann ist ja alles in Ordnung. Ich kann mir noch ein bisschen Munition gucken. Er kommt! Oh mein Gott! Laufe, Porris! Aber ich will doch noch nicht sterben. Ist der jetzt da stehen geblieben? Ich glaube, der ist stehen geblieben. Wo ist denn der Eingang? Justin, ich brauche einen Eingang. Er hat den Faden verloren. Hab ich ein Schwein? Uiuiui. Ui, ui. Oh, jetzt kann er ruhig kommen. Naja, wer ist denn so blöd und macht am Anfang kleine Quest? Uzi, fix. Und vor allen Dingen, wo soll ich denn jetzt Honig erkriegen? Aber der hat Honig. Hello, Stranger. Ah, ja. War eine super Idee, Junge. Ich nehme das Buch. Hm? Natürlich hat er keinen Honig. Munition hat er, die falsche. You have a great day now. Na du, das weiß ich noch nicht.
Da bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Das ist für die Drohne, das weiß ich. Wutzen, Mutti. Jetzt sind zwei Schuss, die ich mir kaufen kann. Wo ist meine Kohle? 300. Hey. You have a great day now. Ich überlege mir bis morgen, ob ich Munition kaufe. Leute, ich hoffe, das hat euch gefallen. Ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder. Selbe Stelle, selbe Welle. Oh, dann werden wir uns erstmal ein Haus aussuchen, wa? Wo wir übernächtigen. Irgendwie. Das heißt, ich muss erstmal ein Haus clearen. Meine Lebensenergie? Ui, 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 ui. Ich auch keinen Honig. Naja, gut. Ich bin dann erstmal raus. Bis dann. Tschüss.